Hallo und willkommen zurück zu Super Mario RPG. Wir sind hier im Irrwald mit der ikonischen Musik, die wohl jeder kennt. Ja, hört euch das mal an. Und wir sind jetzt immer noch mittendrin und folgen weiterhin Gino, um hier irgendwie rauszukommen. Während wir auch gegen Gegner kämpfen und Gino fällt einfach hin. Okay. Alle los. Gino geht also da lang. 20er Kombo haben wir gerade. Angriff erhöht. Das ist ein starker Feind. Aber nichts gegen uns. Was denn jetzt? Ich bin jetzt einfach eingeschlafen. Okay. Sehr gut. Heilen uns erstmal noch kurz. Auch mit dem Honigsirup. Nur damit wir vollständig geheilt sind. Weil ich rieche Boss irgendwie, wenn hier schon ein Speicherpunkt ist. Das ist immer verdächtig. Bogo. 99, 98, 99, naja. Ah, 1000 Weichen. Rennen Sie nur den Tod nah an. Ich vergebe es. 1000 Weichen mehr, ich schieße. Ach, das ist der Gegner, oder? Mario, was ist das für einer? Ist er etwa der Rosenrote? Ach, 1, 2, 3. Ist er etwa der Rosenrote, der die ganze Zeit mit Pfeilen beschießt? Was ist das für ein Satz gewesen gerade? Ach, okay. Nee, Spaß macht das, ne? Dumm, sie schauen, mein Pfeil sie trifft und sie sich nicht mehr rühren. Nee. Du hast recht, ich stehe rum wie Pilz im Wald. Ja, wer hat sich schon irgendwie. Oh nein, ich will damit weitermachen, wir müssen was tun. Warte doch mal, sicher trifft er doch dich mit einem Pfeil, wie du ihn ankommen kannst. Unser ganzen Gehilfen erst recht. Gegen diese Übermacht haben wir zwar überhaupt keine Chance. Huch, da kommt irgendwer. Komm, wir stecken uns, warten ab, was passiert. Ein grüner Stern. Boss, schau, was ich gefunden habe. Was? Mich nicht stören zu sollen. Ja, haben Sie geschissen? Ich bin. Ja, fertig, muss schießen. Ja. Mehr doofe Toaster stehen lassen wie solche Gesunden, die im Stimm schlafen. Ja. Du wirst nicht. Oh, Gino. Ich gebe dir die Einheit. Du weißt nicht, was du so tust. Gib sofort den Stern. Ja, was? Ein Brenner du bist. Und komisch aussiehst du auch. Ja. Nein, du wirst wie halt bestimmt. Oh. Und du wer bist? Raus damit, ja. Ich komme. In höchsten Auftrag. Den Stern gehört allein, allen. Du darfst dich dafür behalten. Den darfst du behalten. Nee, frech du bist. Nee. Man nennt dich nicht jeder. Nee. Nicht doch, lass die Possen. Maro, wenn wir uns da einmischen, da. Ich muss unbedingt helfen, ja? Da war es in einer. Rette ihn mit dem blauen Cape. Ich helfe dir. Mit all meinen Kräften. Aber vielleicht lieber von hier. Nein, Mario, du kommst gefälligst mit. Ich habe keine Angst. Und weil ich auch nicht. Autsch. Mario. Genug, Schurke. Ja. Stark du bist. Aber stärker ich bin. Egal, was ich hier mache. Jetzt ist es aus. Ja, auf Wiedersehen.
Ja, wir haben das. Haha. Danke, Fremder. Wer bist du? Mario, du hast dich vollkommen liegen gelassen. Moment mal, da kommt mir irgendwo bekannt vor. Du bist also der berühmte Mario. Wir haben viel von dir gehört. Ja, das ist gerade das. Und komm, ihr seid. Und jetzt geht es richtig los, der Kampf. Gegen Bogo. Und Gino darf zuerst angreifen. Was ist denn richtig drauf? Der Gino-Strahl. Verwerfe einzig einen Feind. Halte A bis kurz vor der Entladung. Achso. Gut. Und wir machen auch das damit. Und du machst erstmal noch das da. Nix anfällig. Hm. Okay. Was für ein ist denn das denn? Komische Geräte, die haben ja hüten mich das machen. Ja. Kann besser hoch. Ja, 3 gegen 1 nun. Die Übung ist da, ja, aber wartet. Ein Pfeil schieße und dann mich treffe, den Knopf blockiert ist. Tautreffe auch blockiert. Ist nur fair, ja. Wege auch für mich geht. Also nicht meckern, ja. Oh nein, das ist nicht gut. Ach so. Die Tauthilfe ist komplett blockiert. Warum das denn? Das ist dämlich. Was kannst du als normale im Griff? Ah ja. Versuchen wir einfach mal den Supersprung. Okay. Block. Uff. Boom. Du kannst mal einen Honigsirup machen für uns. Während du für uns alle das machst. Ich hätte es lieber für Gino nehmen sollen. Aua. Dann heilst du dich halt selber. Oh, das hilft mir gar nichts. Okay, jetzt können wir nochmal angreifen. Ja, ernsthaft. Toll. Aua. Ach so. Halt du erstmal Mellow, der möchte wegstirbt. Und dann alle.
Stirb doch einfach. Altes kann ich mal einsetzen. Na gut, Dino-Strahl. Aua. Aha. Nja. Wie schaut das aus? Nja. Das war eines? Hütfug. Nja. Na, darf ich blockiere. Das ist nicht gut. Lass das lieber sein. Brauchen unsere Knöpfe noch. Können wir die Tothilfe einsetzen? Was nun? Keiner von uns kann was tun. Keiner von uns, das stimmt sehr wohl. Doch zusammen sind wir stark. Feiern wir unsere Kräfte und zeigen, wie wir in Schwab ein Trio sind. Was? Wie es richtig aussieht? Kann ich auch. Ja, ja, ja. Ja, sowas. Gar keine Werten. Ich habe zum Trio-Tricksen da. Ja. Ah. Jetzt wird die Neuerung erklärt. Die Trio-Technik. Du kannst nun Trio-Techniken ausführen. Sie sind sehr mächtig und können eingesetzt werden, wenn die Kampfzeiger auf 100% stehen. Dieses eine Mal füllen wir sie für dich auf. Toll. Sie war schon auf 100%, also danke dafür. Dann heißt es wohl Trio-Technik Sternschock. Fügt bei der Macht der Sternstücke einen Feind verheerenden Schaden zu. Auf Bogo. Yeah. Jetzt geht's los. Boom. Das ist reingehauen. Nur 20 Erfahrung? Ernsthaft? Blumenbox? Danke euch beiden. Ohne euch wäre wie übel erfahren. Wieso blickt ihr mich so an? Ihr könnt euch so gedenken, dass ich mehr als eine einfache Puppe bin. Habt ihr es erraten? Ich bin nur ein himmlischer Besucher und dies ist nur meine Form auf Erden. Wie jetzt? Himmlisch? Du uns auf die Wolken? Nein, noch wesentlicher höher. Sagt er, habt ihr den Namen Sternenstraße gehört? Also nein, wie? Nun, dort oben herrscht ein sehr, sehr heilloses Chaos, welches auch eure Welt in der Herrschaft zieht. Lasst mich erklären. Hört ihr davon, dass Sternstuppen Wünsche erfüllen können? Die Sternstraße ist der Ort, an dem aus den Wünschen Sterne gemacht werden. Jeder, wenn der Wunsch erfüllt wird, fällt dessen Stern als Sternstuppe hier auf eure Welt herab. Der Sternstraße allein ist es zu verdenken, dass Wünsche in Erfüllung gehen können. Doch leider ist nun alles anders. Vor kurzem hat ein gewaltiges Schwert die Sternstraße zerstört und nichts kann mehr dort geschehen. Nicht ein einziger neuer Stern ist seither geschaffen worden. Was leider heißt, dass auf eurer Welt nie wieder ein Wunsch mehr in Erfüllung gehen kann. Und dieser Stern hier ist Teil von deiner, wie hieß es, Sternschranke? Nicht Schranke, Fluckerfreund, Sternstraße. Doch, du hast recht. Hier steht tatsächlich ein Teil meiner Heimat, der Sternstraße. Mein Auftrag auf Erden ist es, alle Teile zu finden und auf die Sternstraße wiederherzustellen. Sie braucht eine Sternstücke. 7 ist eine Zahl. Da wieder Frieden auf der Welt herrscht. Müssen wir spielrig besiegen, sämtliche Sternstücke finden und damit die Sternstraße wieder erneuern. Mein Name ist Doch die Aussprache fand ich sicher nicht sehr leicht. Nenn mich also einfach Gino. So wie klein Toby seine Puppe nannte. Ich wähle jede Puppe, weil sie von den vierten in Tobys Besitz am stärksten und mächtigsten aussah. Findest du? Nicht etwa Bowser? Oder vielleicht sogar Mario? Oder meinetwegen Peach? Und nun ergreife den Stern, Mario.
da haben wir den grünen Stern. Und Gino freut sich. Zwei von sieben Sternen haben wir jetzt schon. Auf, Freunde, das Abenteuer wartet. Und so schließt sich Gino, der Besucher von der Sternstraße, unsere Helden Mario und Mallow an. Ihr wundersamer neuer Gefährte wird ihnen ein großes Abenteuer. Der Text war zu schnell weg. Ey, was machst du denn hier? Hehe, interessant, das blöde Gestein, das eigentlich wichtig ist. Lass uns das Watsch mit dir berichten. Das Geheimnis der Sternstuppen ist aufgelöst. Sie ist an dir, alle Sternstuppen zu finden, damit Marios Welt wieder in Frieden einkehrt. Yay. Aber erstmal gucken, was hier drin ist. Ach, wir können hier nicht rein. Na gut. Ha. Schade irgendwie. Dann geht's zum Lesings. Aus dem Wald raus. Und... wo geht's jetzt eigentlich hin? Röhrentunnel? Mauldorf. Eigentlich müssen wir hier hin, laut Zielflagge. Aber was ist im Röhrentunnel? Das will ich doch mal kurz wissen. Das sieht mir doch ein bisschen gefährlich aus. Ich glaube, ich gehe doch lieber. Doch lieber die Zielflagge nach. Ich glaube, das wird eher später wichtig werden. Also erstmal zu Mauldorf. Während Yoshi jetzt Person 3 spielt. Mauldorf. Hier ist ein Speicherhaus. Und hier ist ein Itemladen. Oh, Maulwürfe, deswegen Mauldorf. Verstehe. Immer rein Spaß, wir sind viel Spaß. Nee. Immer rein Spaß, wir sind viel Spaß beim Stöbern. Passt alles rauf zum Berg. Nun muss ich mich über den Laden kümmern. Also, was darf es denn sein? Mediumpilz. 80 KP. Und Ahornsirup. Oh. Okay. Boxhandschuh. Ui, Angriff von Mario. Zimbeln? Oh, mit Teufel lernen. Yeah. Und die Fingerknarre. Vollgeschoss auf seinen Fingern. Für Gino. Megalatzhose. Megahose. Arbeitshose. Und Mega Cape. Ja, das kann Gino haben. Könnte das auch für die anderen drei nehmen. Jetzt werde ich vorher schauen sollen, was es bringt. Weil die Abwehr sinkt halt ein bisschen. Nee. Kaufen wir erstmal noch. Drei Mediumpilze. Und zwei Ahornsirup. Da verkaufen wir doch was. Okay, der Kupolpanzer brauchen wir nicht mehr.
Doch, das braucht man nicht mehr. Komisch wohl, das könnten wir noch behalten. Ja, das könnte. Ja, für Gino könnten wir das noch ausrüsten. Genau. Gino, du bekommst. Gegengift-Button. Antiwandel. Ja, Antiwandel. Bitteschön. Und er ist Level 6. Das ist nicht gut. Na gut, er wird auch schnell aufgerettet werden. Das bist du? Das ist schrecklich. Piff steckt in der Mine fest. Ha. Ein nettes Dorf ist das hier. Ich schaue einfach mal ein bisschen um. Na, ein paar sind zum Berg und wollten dort nach rechts schauen, ob sie was finden werden. Das ist auch eine nette Musik. Wie hört sich das eigentlich im Retro-Stil an? Okay, da muss ich zugeben, dass hier die Retro-Version hier irgendwie besser passt. Weil das klingt halt ein bisschen zu fröhlich und nicht so, wie soll ich sagen, arbeitsmäßig quasi. Hä? Bowser? Und seine Schergen schon wieder. Eure Grimmigkeit und Kommandant der Zivilen erschlagen, was sollen wir tun? Und diesmal sage ich mir gar nicht mehr, was ist? Mit was haben wir doch keine Erfahrung. Das ist meine Gejammer. Meine Feinde ist egal. Ich bin der größte Vierso und starre ich so schockel und weit und breit. Und da kommt ein Tag auf das Schwert und wirft dich aus meiner Festung. Wenn das die Welt erfährt, wenn das Mario erfährt, mein schlechter Ruf wäre ruiniert. Also, ihr Böse, ihr habt auf seine Image zu achten, jawohl. Und deshalb ziehen wir jetzt los und hämmert den Festung auf die Flausen. Aus dem Blech. Mir nach. Na gut. Da baut er was vor. Schon wieder. Wir schauen uns noch ein bisschen um hier im Mauldorf. Hier ist niemand. Aha. Hihi. Hier haben wir ein wunderschöner Stein, der auf den Berg runtergefallen. Ich wollte mir sogar selber anschauen gehen, aber Mama meint, es wäre doch viel zu gefährlich. Mama ist los, wollte sich den Berg anschauen, aber sie ist schon total lange fort. Was sie wohl macht? Ein Stern ist dort im Berg rein runtergefallen. Das ist interessant. Ich mag übrigens hier die Häuser. Die sind so, wie soll ich sagen, rustikal. Ist das Wort, was ich suche. Er ist dann zum Berg gefallen und nun sind zwei Kinder unter Geröll gefangen. So ein Erwachsener steckt nur dort drin fest. Würde ich mir auch helfen, uns rette die Verschütteten. Alles klar oben, aber ich sehe doch viel besser sind. Ja, wir haben ja auch. Graben wie die Krallen hergeben. Ich habe Blick gehalten, so gut ich kann, aber irgendwann war ich etwas zu erschöpft. Okay, du hast... Ja. Okay. Okay, bevor wir hier weitermachen... Und dann können wir noch mit der reden, mit dieser Person reden. Und meine Schürfen drin, was das Zeug hält. Versuche, da mein Glück mich jetzt von hier draußen. Hier ist alles, was er kann.
Okay, können wir hier runter? Ja. Aber es bringt auch nicht wirklich viel was. Gut, würde ich sagen. Belgien Part an der Stelle. Wir haben doch einiges erlebt heute. Einen Stern gefunden. Wir haben Gino in unser Team bekommen. Diesen Borgo besiegt. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal ab. Nein, wir brauchen nichts. Wir sind vollständig geheilt. Pfeff ist auch zum Berg gelaufen und den kleinen Pfeff hat sie auch mit dabei. Aber dann ist er schnell auf den Berg gefallen und so soll weit wohl um den Fels eingeschlossen sein. Ja, wieder mal Chaos. Hier in Mauerdorf und auf dem Berg. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Erstmal speichern wir noch schnell. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und Aloha!